Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode The Last of Us. Ich habe leider ein bisschen länger jetzt schon nicht mehr spielen können. Hoffe mal, ich finde hier gut rein. Ich bin auch nicht mehr ganz da gewesen, wo ich eigentlich abgespeichert habe. Das verwundert mich gerade ein bisschen, mag aber auch damit zusammenhängen, weil ich, bevor ich das Spiel starten konnte, ein Update laden musste. Gut, hindert aber nichts an der Tatsache, dass wir aus diesem Gebäude irgendwie raus müssen oder, da oben sind die zwei, richtig, uns zumindest erstmal von den Viechern hier irgendwie wehren müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das in der letzten Episode gemacht habe, deshalb machen wir es einfach nochmal neu. Das heißt neu, wir sind ja schon vom oberen Stockwerk runtergekommen. Ja, der steht wieder da. Den greifen wir uns und würgen. Wunderbar. Das klappt wohl so, wie es sollte. Und er hat Munition dabei, das gefällt mir sehr gut. Aber ich habe gesehen, da hinten rennt nur einer rum. Ich glaube, was heißt ich glaube? Ich werde den auf jeden Fall noch mitnehmen, bevor ich zu den anderen rübergehe. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welcher das von den ganzen war. Wahrscheinlich der, der jetzt da hinten rumrennt. Ja, genau, das ist er auch. Das heißt, ich warte am besten ab. Ja, bis der hier um die Ecke läuft. Hier vorne in etwa. Ne, er rennt noch in den Raum rein, genau. Da ist dann eine Tür. Dann warte ich einfach ab, bis er an mir vorbeiläuft und dann ergreife ich ihn von hinten. Zumindest ist das mein Plan. Ich werde sehen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorhatte. Das wird schon funktionieren. Natürlich. Es wird natürlich nicht funktionieren. Wie toll. Ja, infizierte Runner können auch sehen. Sei vorsichtig, wenn du dich ihnen näherst. Das habe ich wohl gerade gemerkt. Da sind wir wieder. Also nochmal neu. So, da liegt aber auch noch ein Backstein. Vielleicht nehme ich gleich einfach den Backstein. Oder kann ich denn vielleicht hinter den? Also die haben mich ja auf jeden Fall gesehen, die da stehen. Wenn ich mich jetzt einfach... hinten anschleichen, sollte doch eigentlich kein Problem sein. Und dann habe ich mit denen also schon mal entledigt. Sehr gut. Der dürfte dann auch keine weiteren Sperenzchen mehr machen. Habe ich eigentlich noch irgendwie einen Backstein dabei? Natürlich nicht. Aber das war ein Medipack, okay. Was liegt denn sonst noch alles hier? Voll. Ah, die Gesundheit wahrscheinlich. Was haben wir da? Zum Tauschen. Das ist eine Holzplanke, die aber, wenn ich das richtig sehe, weniger aushält als mein Rohr oder was ich hier habe. Nehmen wir den Backstein also mit. Genau, das hatte ich vorgehabt. Also liegt hier noch Gesundheit, eine Flasche. Brauchen wir nicht. Ich habe einen Backstein. So, der rennt auch weg. Also... der dürfte auch wieder leben. Ja. Nicht zu laut sein. Da haben uns also schon mal zwei entledigt. Von denen kriegen wir jetzt die Munition. Ich denke, das wird doch wohl für den einen Klicker sein, der damit rumrennt. Sind die zwei? Hier rennen nur noch zwei rum, aber da war doch eben noch ein Klicker.
Ja, der da. Gerade noch rechtzeitig. Der wird mich doch wohl nicht sehen. Wieso rennt denn der jetzt genau dahin? Ich wollte eigentlich nur diesen dummen Klicker. Ach, da sind noch zwei. Also insgesamt drei. Was passiert denn, wenn ich jetzt den Backstein da hinten hinwerfe? Oder warte mal. Vielleicht in den Flur. Kommt dann irgendwer? So, ganz da hinten wollte ich ihn eigentlich hinwerfen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das überhaupt was bringt. Wir werden es sehen. Ja, einer. Einer auf jeden Fall. Der jetzt da ist. Sehr schön. Jetzt sind wir hin. Da hinten wieder, okay. Ja, finde ich gut. Wenn du doch dahin, dann mache ich jetzt dasselbe mit dir wie mit deinem Kollegen eben. Also doch gar nicht so schlecht gewesen, diese Idee. Der hat wieder eine Polizeiuniform an. Hat aber keine Munition dabei. Ah ja, klar. So, liegt der Backstein denn noch da? Oder ist er zerbrochen? Der ist zerbrochen, ne? Ja, schade. Jetzt haben wir hier eine Flasche. Okay. Das dürfte der Klicker sein, genau. Den muss ich ja erschießen, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Wo läuft der lang? Nein. Nein. Ja, genau da wollte ich ihn ja auch eigentlich haben. Kommst du auch wieder in den Raum? Ich habe gerade was klicken gehört. Ja. Nein. Ich habe was klicken gehört, muss ich sagen. Liegen. Okay, ihr könnt kommen. Sehr schön. Ich wollte eigentlich nicht zu viel Munition verschwenden. Gar nicht schlecht, Joel. Verschwinden wir von hier. Nee, ich will nicht tauschen. Ich schaue mich jetzt hier erstmal weiter um. Den Backstein nehme ich aber mit. Kann man ja immer gebrauchen. Medipack ist voll. Was ist da? Ja, es war nur der Stuhl. Hi, ihr zwei. Ah, da liegt noch Munition. Sehr schön. Ist die wieder aufgefüllt? So, dann suchen wir uns den Ausgang mal. Ganz unheimliche Geräusche hier. Was
Das ist da. Das kann man verschieben. Okay. Liegt da noch irgendwas hier? Munition ist immer gut. Ich würde fast behaupten, das war's. Also geht's weiter. Sowas. Okay, halt fest. Los. Hier, das wird gehen. Ach, der würde wieder wegrollen, oder wie? Okay. Okay. Ah, er wäre wieder weggerollt. Okay, super. Sehr schön. Danke euch. Gut, dass ihr an mich denkt. Was haben wir da? Sehr gut. Wieder was zum Basteln. Siehst du? Alles schön. Klar. Das war's? Das war's. Wow. Dann mal los. Gehen wir's an. Runter. Hier können wir durch. Vorsichtig. Ja. Ja, vorsichtig sein. Vielleicht ist es rutschig hier oder so. Nicht, dass man da irgendwo runterfallen. Weil die Löcher sind doch ziemlich tief hier. Haben wir denn da irgendwas hier? Ja, muss es dann da irgendwas geben. Außer kaputte Möbel oder sonstigen Mist. Ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich es sehe. Streitet euch da nicht so. Das wird schon wieder. Zum Anfertigen Select drücken. Ja, muss ich denn noch was anfertigen? Habe ich da was gehört? Ich glaube nicht. Kann ich denn noch was anfertigen? Sammelobjekte. Mhm. Ich bräuchte einen kompletten Lumpen dafür. Ich könnte aber Messer herstellen. Soll ich Messer herstellen? Ich habe ein Messer noch nie benutzt. Andererseits ist mein Inventar ja voll mit den Materialien dafür. So. Also das kann ich definitiv nicht herstellen. Okay. So. Ja, ich habe keine Medizinpillen, wie auch immer mehr. Was sind denn jetzt Sammelobjekte? Was kann ich denn damit machen? Ich habe 42 Teile, sehe ich da unten. Achso, ja, das sind die Sachen, die ich da... Okay, okay, die ich da alles eingesammelt habe. Ich verstehe. Ekliges Brackwasser. Da oben geht's aber weiter. Ellie bleibt ja bei uns. Oh, wer liegt da denn? Ist das nicht der Harald? Hallo? Nee, sonst liegt hier nichts mehr rum. Außer er hier. Da plätschert es wieder. Na, wo bleibt ihr zwei? Jetzt wahrscheinlich weiter. Ja, sehr gut. Was haben wir hier? Oliver. Was auch immer das sein mag. Hier lang. Aber dann nicht eben schon. Sieht genauso aus. Ja,
Ja, warte doch, renn doch nicht immer vor. Ich habe hier noch was einzusammeln. Ganz viele Teile, wo ich immer noch nicht genau weiß, wofür diese Teile sind. Gehen da unten bei den Sammelobjekten. Da brauche ich keine Teile für. Aber ich könnte ein Medipack herstellen. So, jetzt habe ich zwei Medikits. Oh, was sind wir hier? Telefone. Sind wir... Oh, hat da gerade mein Licht, Da, am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt, in der Stadt wie draußen. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt kommt. Das wird schon. Nimm die Molotows. Molotows? Das ist ja schön. Muss ich nachher irgendwas, verbrennen? Keine Ahnung. Molotow. Setze Molotow-Cocktails ein, um viele Gegner auf einmal zu erledigen. Ein brennender Gegner kann sogar andere entzünden. Mit L1 kannst du Molotow-Cocktails im Bogen werfen, um Gegner zu treffen, die in Deckung gegangen sind. Also ähnlich wie die Backsteine dann mit Zielen und so. Geh sorgsam mit deinen Vorräten um. Für Molotow-Cocktails brauchst du die gleichen Bestandteile wie für Medikits. Okay. Ich weiß jetzt schon, dass ich vermutlich mehr Medikits bauen werde. Wie ich mich so kenne. Hab ich die denn? Ah, da, okay. Zum Herstellen X gedrückt halten. Mhm. Backstein habe ich noch. Vermutlich werde ich dieses Molotow-Cocktail jetzt gleich aber schon einsetzen müssen. Denke ich doch mal. Da hat gerade was geblinkt bei der Leiche. Ja. Firefly-Karte. Triff dich mit dem zweiten Firefly-Team beim Rathaus. Mädchen 1,60? Fragezeichen. 14 Jahre alt, rothaarig. Trifft auf Ellie zu. Warum ist er tot? Aus der Quarantänezone. Siehst du? Nicht unsere Leute. Ja. Wann darf ich den Molotow-Cocktail benutzen? Ich höre hier schon wieder ganz komische Geräusche. Will ich das überhaupt wissen? Oh. Oh. Da drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Ja. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Ja. Mach ich. Jo. Klicker lautlos. Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. L, also linken Stick, leicht antippen, um dich leiser zu bewegen. Wenn man dich hört, halte an und warte, bis du dich sicher bewegen kannst. Ist sowieso klar. Gut, aber Klicker können ja nichts sehen. Habe ich denn hier? Achso, jetzt habe ich den ausgetauscht, richtig. Ja. So, wie läuft denn der jetzt? Da hinten ist noch einer. Da hinten bewegt sich auch was. Ja gut, wenn es jetzt nur Klicker sind und ich mich denen lautlos nähern kann, ist doch eigentlich alles in Ordnung. Blinkt noch was auf. Da ist auch ein Klicker. Na, dann komm du doch wieder. Und dann schnappe ich ihn mir gleich. Wenn das lautlos jetzt auch auf einmal geht. Ich verstehe. Okay. Weiter so. Weiter so. Das ist ein Backstein.
Elektriker klicken miteinander. Oh, das sind aber 1, 2. Da war noch einer. Ist das auch ein Klicker? Ich hoffe doch. Das sieht aber nicht so aus. Nee, das wird kein Klicker sein. Also langsam bewegen. Wo sind sie denn? Denn da hinten darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Allerdings spannend. Wo ist denn der andere? Da ist der andere. Den kann ich jetzt. Sehr gut, dass da auch nur einer kommt. Das ist echt gut. Mir da nicht helfen? Oh nein, Tess. Tess. Du machst so spannend, Tess. Es war so klar. Das ist wahrscheinlich die Olle gewesen. Da war er nicht mehr. Das bringt nichts. Hab's probiert. Also nochmal neu. Ja, gut, dass ich. Ah, ich habe immer noch ein Messer. Okay. Was habe ich denn hier noch? Backstein unten, ne? Okay. Ja, dann erledigen wir sie jetzt erstmal, weil sie ja eben angelaufen kam. Das war... Wieso hat das denn nicht funktioniert?